Peppa Wutz Geschichten. Peppa kommt in der Spielgruppe an. Hallo, Madame Gazelle. Bonjour, Peppa. Du kommst gerade rechtzeitig für ein besonderes Spiel. Oh. Madame Gazelle hat den Raum in vier Farben aufgeteilt. Rot, blau, grün und gelb. Du kannst zum grünen Team dazugehen, Peppa. Ihr ist ein Leibchen. Et voilà. Nun, in diesem Spiel gebe ich euch eine Kategorie. Was ist eine Kategorie? Eine Kategorie ist eine Gruppe von Dingen. Ich nenne eine Kategorie und ihr müsst dann etwas finden, das in eurer Farbe ist. Also, wenn ich Essen sage... Dann müssen wir Lebensmittel finden. Nun, das war zwar nur ein Beispiel, aber... Na gut, fangen wir an. Jeder ist total begeistert, das Spiel zu spielen. Bananen, die sind besonders gelb. Tomaten sind rot. Luzi Lockes blaues Essen ist eine Blaubeere. Nichts ist blauer als eine Blaubeere. Dieses Blatt ist grün. Leider ist dieses Blatt aber kein Nahrungsmittel. Du kannst dieses Blatt nicht essen. Aber eine Raupe schon. Oh. Gut gemacht. Nun, ich denke, die nächste Kategorie ist Spielzeuge. Aber ich sehe kurz auf meiner Liste nach. Ich habe sie verloren. Jeder in der Spielgruppe liebt es, Spielzeuge zu finden. Das war zu einfach. Ich weiß eine andere Kategorie. Was für eine? Einfach alles! Oh. Madame Gazelle braucht sehr lange, um ihre Liste zu finden. Ab sie! So, jetzt können wir weiter. Oh, meine Güte. Das Spiel ist vorbei, Madame Gazelle. Wir haben alles in diesem Raum gefunden. Nun, in diesem Fall spielen wir jetzt ein neues Spiel. Es heißt, alles wieder schön wegräumen. Hm? Es ist Heiligabend. Papa Wutz legt den Christbaum auf das Autodach, damit er zu Hause geschmückt werden kann. Peppa hilft ihm dabei. Der ist für dich, Peppa. Oh! Ah, wir haben hier all den neuen Weihnachtsschmuck. Vögelchen! Perfekt! Fahren wir nach Hause. Alle freuen sich schon darauf, den Baum zu schmücken. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Wieso halten wir an, Papa? Ich weiß nicht, ob wir mit diesem Baum durch den Tunnel passen. Versuchen wir es. Fahr einfach langsam. Es schneit! Oh nein! Teile vom Baum fallen runter. Oh, dann müssen wir wohl den langen Weg nehmen. Wir wünschen frohe Weihnacht und ein glückliches Jahr. Warum holpert denn das Auto? Die Bäume am Straßenrand stoßen mit unserem Baum zusammen. Oh nein! Oh. Nehmen wir besser diese Straße hier ohne Bäume. Diese Straße hat keine Bäume,
Aber nun ist der Christbaum dem Wind ausgesetzt. Oh je. Die Tannennadeln müssen auf der Fahrt abgefallen sein. Wir brauchen aber einen Christbaum. Kügelchen. Schorsch hat Peppa auf eine Idee gebracht. Wir können den Baum ja weihnachtlich schmücken und dabei jede Menge Spaß zusammen haben. Das ist eine super Idee, Peppa. Peppa und ihre Familie beginnen, ihren neuen, etwas eigenartigen Christbaum zu schmücken. Hurra! Er sieht hübsch aus. Dieser Vogel findet den Christbaum auch sehr hübsch. Wunderbar, Peppa. So können auch die Vögel Weihnachten feiern. Ja. Die Vögel lieben ihren neuen Christbaum. Alle lieben den neuen Christbaum. Ho, ho, ho! Wow! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in ein Insektenmuseum. Folgt mir bitte alle. Das hier ist der Ameisenraum. Man kann hier sogar ein paar große Roboterameisen bestaunen. Keine Sorge, die Ameise ist nicht echt. Es ist ein großer Roboter. Oh, ich liebe Roboter. Ameisen arbeiten im Team, um ihrer Königin Nahrung zu bringen. Wollt ihr auch mal eine Ameise sein? Darf ich die Königin sein? Mhm. Ja! Hurra! Peppas Freunde treten gegen die Ameisen an. Sie müssen das Blatt zur Königin Peppa bringen. Ja! Juhu! Das habt ihr toll gemacht! Ihr wart ein Team, so wie die Ameisen. In diesem Raum dreht sich alles um Bienen. Man kann sich hier sogar Bienenkostüme anziehen. Ihr seht fantastisch aus. Findet ihr den Weg durch den Bienenstock, so wie richtige Bienen? Summ-summ. Dann los! Jeder liebt es, eine Biene zu sein. Aber der Bienenstock ist sehr verwirrend. Sie wissen nicht weiter. Bienen folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Summ. Wir können doch auch der Sonne folgen. Alle folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Genauso wie richtige Bienen. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Im letzten Raum befindet sich etwas ganz Besonderes. Pieps, das ist so hübsch. Aber niemand weiß, was es ist. Da drin ist etwas ganz Buntes. Ist es ein Papagei? Es hat große Flügel. Oder ein Drache? Und es war vorher eine Raupe. Och. Es ist ein Schmetterling! Peppa und ihre Freunde lieben es, so viel über verschiedene Insekten zu lernen. Schnapp! Peppa spielt mit ihren Freunden Spiele. Schnippschnapp zu spielen. Ich gewinne immer. Ich mag Schnippschnapp nicht. Peppa würde auch mal gerne gewinnen. Schnapp! Ich hab's. Warum spielen wir stattdessen nicht alle Schlangen und Leitern? Juhu! Schlangen und Leitern! Aber ich hätte gewonnen. Eins, zwei, drei, vier. Ich werde gewinnen. Zwei Felder. Jetzt darf ich die Leiter hochgehen. Ich stehe direkt vor der Ziellinie.
Jetzt bist du dran, Luisa. Oh. Oh je. Luisa wird nicht gewinnen, wenn sie zurückgehen muss. Ich hab's. Machen wir ein Murmelrennen. Ich liebe Murmelrennen. Murmelrennen. Aber ich hätte sicher gewonnen. Los. Ja. Oh. Ja. Meine rosa Murmel ist in Führung. Ich hab's. Spielen wir das Papagei-Spiel. Ich liebe das Papagei-Spiel. Aber meine Murmel wird gewinnen. Er wird gleich hochgehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab's. Spielen wir lieber wieder Snipp-Snapp. Snap. Schlangen und Leitern. Peppa und ihren Freunden macht es so viel Spaß, immer wieder das Spiel zu wechseln, dass sie dabei ganz vergessen, wer gerade gewinnt. Gewonnen. Du meine Güte! Jetzt ist wohl die Zeit reif für ein neues Spiel. Es heißt Aufräumen. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann. Dann muss es besonders toll werden. Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen, nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife darauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen, ist besonders toll, Peppa. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra! Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Peppa zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen.
Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier. Oh, hier. Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau, Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Auweia. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Beinahe. Hier, bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Uff. Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Squeak. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch! Mama,
Wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Yeah! Darf ich bitte in eure Mannschaft? Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff. Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ja! Dann kriegst du. Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft. Das stimmt. Ihr alle bekommt den Pokal. Hurra! Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch! Oh! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich! Zu tief! Viel zu tief! Drehen wir doch einfach ein Looping! Nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier. Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut! Fantastisch! Oh, hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Mach dich bereit für die Spielgruppe, Peppa. Hau, hau, hau. Oh, der Weihnachtsmann? Schon wieder da? Heute ist Peppas erster Tag in der Spielgruppe nach den Weihnachtsferien. Nein, Mama, ich bin's. Aber Peppa will nicht, dass Weihnachten schon vorbei ist. Oh, Peppa, was du da anhast, ist sehr hübsch, aber es eignet sich nicht für die Spielgruppe. Oh, aber ich verkleide mich gern als Weihnachtsmann.
Ich will nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Es macht riesen Spaß. Ich weiß, aber in der Spielgruppe kannst du auch Spaß haben. Geh jetzt und pack deinen Rucksack. Guten Morgen, Peppa. Dein Rucksack sieht wirklich extrem voll aus. Und er ist auch wirklich schwer. Puh, was hast du denn da drin? Nur etwas Lametta, damit es in der Spielgruppe funkelt. Verstehe. Ein Spielzeug vom Weihnachtsmann. Ach ja? Ein paar Zuckerstangen. Sehr lecker. Oh, und ein bisschen Rosenkohl. Nimm doch lieber ein paar Dinge mit, die für die Spielgruppe nützlicher sind. Zum Beispiel? Etwa ein paar Buntstifte zum Ausmalen, dazu leckeres Obst und ein Buch zum Lesen. Oh, das Buch habe ich vom Weihnachtsmann. Das ist eine gute Idee. Zeit zu gehen, Peppa. Oh, fahren wir mit dem Schlitten zur Spielgruppe? Ich liebe es, schnell zu fahren. Das geht wohl nicht, Peppa. Es liegt gar kein Schnee. Sogar vom Schneemann ist fast nichts mehr da. Wir müssen heute das Auto nehmen, Peppa. Oh, okay. Ach. Ich weiß, du bist traurig, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich verspreche dir, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß. In der Spielgruppe freuen sich alle, Peppa heute wiederzusehen. Willkommen zurück, Peppa. Hast du in den Ferien Spaß gehabt? Ich... Oh, hallo, Peppa. Hast du Lust, mit mir verkleiden zu spielen? Oh ja, ich verkleide mich sehr gern. Wir könnten auch ein Buch lesen. Ich bekam ein neues vom Weihnachtsmann. Fahren wir mit unseren Rollern um die Wette. Oh ja, bitte. Die Spielgruppe macht genauso viel Spaß wie Weihnachten. Peppa liebt Weihnachten, aber sie liebt es auch, wieder in der Spielgruppe zu sein. Alle kommen liebend gern zur Spielgruppe zurück. Handspiel, das ist nicht erlaubt. Ups. Wieso pfeifen Sie, Frau Mümmel? Und was bedeuten diese Karten da? Ich bin Schiedsrichterin. Ich pfeife, damit alle hersehen. Wenn jemand einen Fehler macht, kriegt er eine gelbe Karte. Und wenn jemand Unsinn macht, kriegt er eine rote Karte. Oh, könnte ich das mal versuchen? Klar doch. Jetzt ist Peppa die Schiedsrichterin. Was ist los, Peppa? Dein Schuss eben war viel zu hart. Mandy kam gar nicht dran. Das ist doch kein Regelverstoß. Ich bin jetzt die Schiedsrichterin. Und ich sage, es ist einer. Oh je. Peppa ist gern Schiedsrichterin. Und ganz besonders liebt sie es zu pfeifen. Dein Schnürsenkel ist offen. Du lächelst ja gar nicht. Oh. Du wärst fast auf diese Blume getreten. Peppa findet unzählige Gründe, um abzupfeifen. Oh. Sie laufen zu schnell. Hui. Du schaukelst zu hoch. Oh. Wuff, wuff. Dein Eis hier schmilzt viel zu schnell. Vorsicht! Dürfen wir jetzt mal spielen? Ich möchte schießen. Papa Wutz und Frau Mümmel halten sich nicht an die Regeln. Oh, Schiedsrichterin! Diese Ente ist so süß. Schiedsrichterin Peppa! Peppa hat so viel Spaß, dass sie das Fußballmatch ganz vergessen hat. Ups.
Papa, das war falsch. So spielt man nicht Fußball. Du hast gerade ziemlich Unsinn gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch eine rote Karte. Tut mir leid, Peppa. Ich schätze, wir haben es übertrieben. Ist schon gut, Papa. Aber jetzt bist du dran, Schiedsrichter zu sein. Hey, hey! Heute ist Valentinstag. Papa Wutz liebt den Valentinstag. Fantastisch! Wir brauchen viel Dekoration für Mama Wutz große Überraschung. Welche große Überraschung? Wir bereiten Mama Wutz eine große Valentinstagsüberraschung, wenn sie nachher nach Hause kommt. Valentins. Wir fangen sofort damit an. Hurra! Peppa und Schorsch macht das Basteln der Valentinstagsdekorationen Spaß. Und Papa Wutz hat Spaß dabei, die Dekorationen aufzuhängen. Papa Wutz ist aber nicht vorsichtig. Und tada! Tada! Perfekt. Nun, als nächstes... Vielleicht sollten wir aufräumen. Machen wir zuerst Valentins Pfannkuchen. Peppa, Schorsch und Papa Wutz machen leckere, herzförmige Pfannkuchen. Jetzt kommt der lustige Teil, das Quirlen. Das macht Spaß. Peppa macht das Quirlen Spaß. Es macht ihr einen Riesenspaß. Oh je. Vorsicht, wenn ihr zu viel kleckert, bleibt zu wenig Teig über für die... Valentins Pfannkuchen. Wundervoll. Jetzt sollten wir aber aufräumen. Was hältst du von einer Valentinskarte, Papa? Oh, ja. Papa Wutz überlegt, ob er eine Karte schreiben oder aufräumen soll. Schnell jetzt. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz mit der Valentinskarte. Aber Mama Wutz ist schon fast zu Hause. Und fertig. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir noch schnell aufräumen, bevor... Was ist denn hier los? Schönen Valentinstag. Hier ist eine Karte für dich. Und Pfannkuchen. Was für eine nette Überraschung. Vielen Dank euch allen. Nach unserer Arbeit herrscht hier Unordnung. Aber unsere letzte Valentinsüberraschung ist, dass wir aufräumen, nicht wahr? Mama Wutz liebt ihre Valentinsüberraschung. Peppa, Schorsch und Papa Wutz haben sie gerne überrascht und danach auch gerne aufgeräumt. Kommt schon. Das Feuerwerk fängt doch gleich schon an. Peppa freut sich schon sehr auf das Feuerwerk heute. Verzeihung. Vorsicht, Peppa. Sie findet Feuerwerke sehr hübsch. Wow. Wuff. Hallo, Peppa. Du kommst genau richtig. Das Feuerwerk wird beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Das Feuerwerk geht so hoch hinauf. Wow. Peppa findet das Feuerwerk sehr laut. Das Feuerwerk ist wirklich laut, Opa. Oh je. Warum gehen wir nicht nach hinten? Es ist leiser, wenn wir weiter weg sind. Wir gehen nach hinten, wo das Feuerwerk nicht so laut ist. Gute Idee. Wir kommen mit euch. Entschuldigen Sie bitte. Wir schon wieder. Dürfen wir bitte durch? Geht's dir besser, Peppa? Ja. Danke, Klausi. Toll. So können wir alle das wunderschöne Feuerwerk bestaunen. Es hat so viele Farben. Rot und blau. Und grün.
Das Feuerwerk macht Peppa großen Spaß. Jetzt ist es Zeit für das große Feuerwerk. Es wird euch allen den Atem rauben. Größer? Bedeutet das lauter? Oh je! Was machen wir nur? Wir können nicht noch weiter zurück. Gehen wir besser nach Hause. Aber ich will mir das Feuerwerk ansehen. Ich will es nur nicht hören. Puff, ich hab es. Manchmal ist es in der Werkstatt meines Opas auch sehr laut. Dann benutze ich die hier. Kopfhörer? Ja, sie schützen deine Ohren und machen laute Geräusche etwas leiser. Willst du sie mal anprobieren? Wow, das ist viel besser. Danke, Klausi. Kein Grund zu schreien, Peppa. Du bist lauter als das Feuerwerk. Peppa und Luzi Locke haben beschlossen, ihre Kleidung heute andersrum zu tragen. Mach's gut, Luzi. Wiedersehen, Peppa. Oh. Peppa, Luzi, warum tragt ihr eure Klamotten andersrum? Und warum geht ihr denn rückwärts? Na ja, weil heute ist Rückwärtstag. Man sagt alles und macht alles rückwärts. Nein, tun wir nicht. Dann viel Spaß. Den haben wir nicht. Peppa und Luzi Locke spielen im Garten Fangen. Und zwar rückwärts. Hab dich, du kriegst mich nicht. Es ist sehr schwer, Spiele rückwärts zu spielen. Wo bist du hin, Luzi? Ich komme. Ich hab's. Lass uns rückwärts im Park spielen. Herr Bulle findet es sehr verwirrend, dass Peppa und Luzi Locke rückwärts laufen. Guten Morgen. Warum gehen wir rückwärts? Es ist Rückwärtstag. Wir machen heute alles rückwärts. Ist echt schon wieder Rückwärtstag? Dann suche ich besser meine Rückwärtsbohrer. Ups, tut mir leid. Peppa und Luzi Locke spielen am Rückwärtstag nun zusammen im Park. Rückwärts zu schaukeln fühlt sich gleich an wie vorwärts. Aber nicht alle Spiele machen rückwärts gleich viel Spaß. Das ist rückwärts. Nein, das ist rückwärts. Spielen wir rückwärts Frisbee. Fang! Wer von euch hätte gern ein Eis? Yay! Ups, wir meinen nein! Ich sehe, euch macht der Rückwärtstag Spaß. Ich esse mein Eis jetzt rückwärts. Ups. Umgekehrt ist nicht ganz dasselbe wie rückwärts. Das ist alles sehr verwirrend. Ich schätze, der Rückwärtstag ist jetzt wohl vorbei. Peppa und Luzi Locke hatten Spaß am Rückwärtstag. Aber sie sind froh, dass jetzt wieder alles normal ist. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu.
Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab. Oh, Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Oma Wutz hat Peppa und Schorsch darum gebeten, fürs Mittagessen nach Obst und Gemüse zu suchen. Als erstes brauchen wir eine Obstsorte, die grün oder rot sein kann. Was glaubt ihr, könnte das sein? Schorsch, wir haben keine Zeit, etwas zu essen. Wir müssen fürs Mittagessen Obst finden. Oh, ein Apfel. Die können rot oder grün sein. Als nächstes auf der Liste suchen wir nach einem langen Gemüse, das schön orange und richtig knackig ist. Ich weiß, Luisa Löffel bringt immer Karotten mit in die Spielgruppe. Die sind lang und orange und knackig. Opa, wo sind die Karottenbäume? Es wächst nicht alles auf Bäumen. Manche Gemüsesorten wachsen nämlich im Boden. Ich helfe dir, Schorsch. Als nächstes suchen wir ein Gemüse, das aussieht wie kleine Bäume. Ich sehe hier aber nur große Bäume, Opa, und keine kleinen. Diese Sprossen sehen wie kleine Bäume aus. Das ist Brokkoli. Sehr gut gemacht, Peppa. Als letztes brauchen wir noch Orangen. Seltsam, ich glaube nicht, dass ich Orangen anbaue. Falls es hier Orangen gibt, werden Schorsch und ich sie finden, Opa. Peppa und Schorsch suchen überall nach einer Orange. Orange! Das hat die richtige Farbe, aber es ist nicht das, wonach wir suchen. Orangen sind rund, Schorsch. Sie können aber nirgendwo eine finden.
sie. Das hat die richtige Farbe und es ist auch rund. Aber das ist ein Kürbis. Orangen. Wo hast du diese Orangen her, Oma? Wir suchten überall. Aus dem Supermarkt natürlich. Wow, es schneit. Los geht's. Peppa freut sich darauf, heute im Schnee zu spielen. Ja, los geht's. Aber Molly sieht nicht glücklich aus. Miau. Es ist so kalt. Schnee ist immer kalt. Das gehört dazu. Ich dachte nicht, dass es so kalt ist. Spielen wir besser im Haus, wo es warm ist. Oh, aber ich spiele lieber im Schnee. Peppa und Molly wissen nicht weiter. Ich hab's. Spielen wir einfach ein Spiel im Schnee und dann ein Spiel im Haus. Dann sehen wir ja, was besser ist. Okay, das klingt wie eine sehr gute Idee. Peppa und Molly bauen einen Schneemann. Er ist sehr groß. Das macht Spaß. Fehlt nur noch eine schöne Wollmütze. Au, ich denke, wir gehen jetzt besser rein und wärmen uns auf. Peppa und Molly haben eine Kissenburg gebaut. Sie ist sehr gemütlich und warm. So, sie ist fertig. Sie ist perfekt. Das war eine tolle Idee. Puh, es ist sehr warm hier drin. Warum spielen wir nicht etwas im Schnee, um abzukühlen? Peppa und Molly probieren viele verschiedene Spiele aus. Sie gehen im Freien rodeln. Sie trinken eine leckere heiße Schokolade. Und machen hübsche Schneeengel. Sie toben sogar im Haus herum. Und auch im Freien. Aber sie werden sich nicht einig, was besser ist. Wir haben alles versucht. Hallo, Peppa. Hallo, Molly. Wieso guckt ihr so traurig? Uns fällt einfach kein Spiel ein, das im Haus Spaß macht und auch im Freien. Das ist schwierig. Oh, wie wär's denn mit einem leckeren Fruchteis? Es besteht aus leckerem, kalten Schnee. Und man isst es am besten im Haus, wo es warm ist. Danke, Frau Mümmel. Wow, danke. Peppa und Molly finden beide Eisessen am besten. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Oh, etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Oh nein! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher! Dieser Raum ist grün.
stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Das ist so schwammelig. Peppa und ihre Spielgruppe spielen heute viele Spiele. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Richtig. Aha, das ist eine Banane? Wieder richtig. Schmeckt auch wie eine Banane. Du bist dran, Pedro. Aber ich will nicht etwas Schwabbeliges angreifen. Das macht doch nichts. Unsere schwabbeligen Dinge waren lecker. Oh, es ist kalt. Es ist aus Metall. Ist es ein Schlüssel? Genau. Gut gemacht, Pedro. Hurra! Es ist ein Schlüssel zu unserer magischen Kiste. Ihr müsst noch zwei finden, um den Preis herauszubekommen. Oh. Wo finden wir die anderen, Madame Gazelle? In unserem nächsten Spiel natürlich. Dies sind Piñatas. In ihrem Inneren befinden sich tolle Überraschungen. Wie kriegen wir die raus? Ihr brecht sie auf mit diesen Schaumstoffschlägern. Hurra! Sie ist voller Schnee. Meine auch. Geschafft, der zweite Schlüssel. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich liebe das Spiel, übergibt das Paket. Ich auch. Ich auch. Oh. Oh, ich dachte, ich hätte gewonnen. Das ist aber ein sehr, sehr langes Lied. Was ist los? Die Musik ist aus. Hurra! Peppa und ihre Freunde haben alle drei Schlüssel gefunden. Jetzt können sie ihren Preis herausfinden. Du hast es geschafft, Peppa. Ihr habt das alle gemeinsam geschafft, Pedro. Hurra! Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben.
Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Oh! Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit. Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yay! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Platsch, platsch. Peppa und Schorsch helfen heute bei der Zubereitung des Weihnachtsessens. Sie lassen für das Gemüse ein Bad ein. Ja, es braucht Badespielzeug. Viel Spaß damit, Gemüse. Das hatte ich nicht gemeint, als ich sagte, wasch das Gemüse. Ich habe die Kartoffeln fertig gekocht. Willst du sie zusammen mit Schorsch dampfen? Ja, ja. Nicht mit euren Händen, sondern damit. Okay, Papa. Nun, was ist jetzt dran, Mama Wutz? Fertig. Oh, das war flott. Ihr habt aus den Kartoffeln ein Iglu gemacht. Wie lustig. Wollt ihr mir mit der Kuchenglasur helfen? Ja, bitte. Geben wir etwas grüne Glasur darauf und machen ein paar Kleckse mit weißer Glasur, sieht es aus wie ein Mistelzweig. Mistelzweig! Hurra! Wir sind dran, wir sind dran! Bitte sehr, Peppa. Du machst die Blätter und Schorsch, du machst die... Oh! Oh! So in etwa? Na ja, nicht ganz, aber das macht viel mehr Spaß als Mistelzweige. Es sieht aus wie ein Schneemann. Schneemann! Oma und Opa Wutz kommen zum Weihnachtsessen vorbei. Frohe Weihnachten aller! Oh, oh je. Peppa und Schorschs Weihnachtsessen sieht schlimmer aus, als Oma Wutz erwartet hat. Peppa und Schorsch haben uns mit dem Weihnachtsessen geholfen. Normalerweise machen wir es ganz anders. Oh. Ja, aber so macht es mehr Spaß. Peppa und ihre Familie genießen zusammen das Weihnachtsessen. Ja.
Sie lachen viel. Und erfinden neue lustige Traditionen. Frohe Weihnachten allerseits. Frohe Weihnachten. Heute ist Sportfest in Peppas Spielgruppe. Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Ich werde gewinnen! Oh. Ups. Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie! Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra! Du bist so schnell! Quick! Oh nein! Ich hab verloren! Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen! Wuff! Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Peppa! Quick, schneller! Peppa fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Peppa! Lass das Ei nicht runterfallen! Okay. Lauf langsamer, Klausi! Aber lauf nicht zu langsam! Langsamer! Schneller! Langsamer! Jetzt schneller! Nein! Puh. Gut gemacht! Wir haben gewonnen! Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden. Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Ruff. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Wir haben verloren. Quiek. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Madame Gazelle hat heute eine Überraschung für die Spielgruppe. Oh, ist schon wieder Halloween? Ich verkleide mich als Zauberer. Tschu, tschu. Ich verkleide mich als Baum. Ich verkleide mich als Zauberbaum. Ja? Nein, Kinder. Kürbisse werden nicht nur zu Halloween verwendet. Man benutzt sie auch an einem besonderen Feiertag in Amerika. Er heißt Thanksgiving. Darf ich an Thanksgiving denn trotzdem ein Zauberbaum sein? Natürlich, warum nicht? An Thanksgiving, man macht noch etwas anderes. Man macht ein schönes Füllhorn. Füllhorn was? Das klingt albern. Ein Füllhorn. Das ist ein hornförmiges Körbchen mit Früchten und Gemüse, die im Herbst wachsen. Wir werden unser eigenes machen.
Ehre. Danke. Frisches Obst und Gemüse sind Dinge, für die ich dankbar bin. In einer Geschichte heißt es, dass Füllörner sich sogar von allein nachfüllen. Oh, füllt sich das hier von alleine? Leider nicht. Die Spielgruppe macht ihr eigenes Füllhorn für Thanksgiving und sammelt dafür Dinge, für die sie dankbar sind. Ich bin dankbar für Eicheln und Kürbisse. Wuff! Ich gebe noch diesen Schokoriegel aus meiner Lunchbox dazu. Ich liebe Schokoriegel. Oh, ich beiße nur einmal ab. Wow. Die Verpackung ist sowieso das Beste daran. Das war knapp. Ihr habt zusammen ein wunderschönes Füllhorn gemacht. Peppa zeigt nach der Schule Mama Wutz und Papa Wutz, was sie heute gelernt hat. Das ist ein Füllhorn. Es gehört zu Thanksgiving. Und erinnert uns daran, für unser leckeres Essen dankbar zu sein. Wirklich schön. Oh, aber dein Füllhorn erinnert mich daran, wie unglaublich hungrig ich bin. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen. Alles klar, keine Autos. Gehen wir, jetzt ist es sicher. Oh, hallo Papa. Hallo Peppa. Hallo Spielgruppe. Hallo Papa Wutz. Oh, es ist grün. Na dann, bis später, Peppa. Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay, tschüss, Peppa. Au! Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts, Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Langer Pass, Peppa! Peppa und ihre Spielgruppe lernen heute, wie man American Football spielt. Dieses Ei
springt wirklich ganz wild herum. Das hier ist kein Ei, das ist ein Football. Nein, Bälle sind rund. Und man wirft sie nicht, man kickt sie. Das ist ein spezieller Ball aus Amerika. Diese Footballs sind eiförmig. Und sie werden meistens geworfen. Lustiger Eiball. Eiball, Eiball, Eiball. Peppa und ihre Spielgruppe tragen die American Football Spielkleidung. Die Spielkleidung steht euch gut. Vor allem dir, Pedro. Jede Mannschaft braucht ein Maskottchen. Kikeriki. Jetzt seid ihr bereit, um American Football zu spielen. Ich meine Eiball. Eiball. Um Punkte zu gewinnen beim Eiball, muss man den Ball wirklich sehr gut fangen können. Ja. Hab ihn! Oh! Oh! Man kann auch Punkte erzielen, indem man den Ball durch hohe Torstangen kickt, wie diese hier. Oh. Peppa, willst du den Ball durch die Torstangen kicken? Kicken? So wie einen Fußball? Das kann ich gut. Eiball spielen macht mir viel weniger Spaß als Fußball spielen. Luzi, versuchst du es mal? Ja, mach! Wow! Peppa hat den Ball gefangen und bekommt dafür einen Punkt. Ich hab's geschafft. Und nun zum besten Teil beim American Football. Oh, ich meine Eiball. Wenn man einen Punkt erzielt, tanzt man herum. Peppa und ihre Freunde lieben Eiball. Alle lieben Eiball. Eiball, Eiball, Eiball. Peppa macht es großen Spaß, mit ihren Freunden im Schnee zu spielen. Ist kalt. Doch bei jedem Spiel sind sie am Ende voller kaltem Schnee. Hallo, Papa. Peppa, du bist ja voller Schnee. Es ist Zeit, dass du reinkommst und dich aufwärmst. Sonst wirst du zu einem Schneemonster. Schneemonster gibt es nicht, Papa. Dürfen wir denn noch 5 Minuten spielen? Bitte! Also gut, noch 5 Minuten. Ja! Oh je. Peppa und ihre Freunde spielen vergnügt im Schnee. Sie haben gar keine Angst davor, sich in Schneemonster zu verwandeln. Auf zur Schneeballschlacht! Ja! Mich wirst du nie treffen, Peppa! Habt ihr das gehört? Es klang wie ein... Hat jemand meine Brille gesehen? Ein Schneemonster! Schnell, verstecken wir uns. Ach, hey. Verstecken wir uns hier. Puh, das Schneemonster wird uns hier nicht finden. Oh. Das Schneemonster hat sie gefunden. Peppa, ich bin es. Oh, das ist kein Schneemonster.
Es ist Papa Wutz. Ich hab es euch ja gesagt. Es gibt keine Schneemonster. Komm mit, Papa. Wir werden dich aufwärmen und den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen. Und sucht auf dem Weg nach meiner Brille. Ihre Brille! Oh. Hurra! Oh, danke, Lucy. Papa Wutz ist sehr froh, wieder zu Hause im Warmen zu sein. Er ist jetzt kein Schneemonster mehr. Im Haus wärmen sich alle mit einer heißen Schokolade auf. Sogar Schneemonster mögen heiße Schokolade. Es ist Valentinstag. Peppa und Schorsch bereiten ein besonderes Abendessen für Mama und Papa Wutz zu. Opa Wutz hilft ihnen dabei. Du meine Güte! Wir machen spezielle Valentinstagspizzas, Oma Wutz. Denn am Valentinstag geht es darum, den anderen zu zeigen, dass man sie liebt. Ich weiß! Machen wir die Pizzas herzförmig! Jetzt werfen wir den Teig hinauf in die Luft. Genauso macht man das in Roma. Das ist eine Stadt in Italien. Genau wie in Roma. Verdecken wir doch die unebenen Stellen mit Gemüse aus dem Garten. Mama und Papa Wutz wissen nicht, was gerade passiert. Peppa und Schorsch ernten Gemüse. Die Pizzas belegen wir mit vielen Zutaten. Das sehe ich. Bringen wir jetzt das Gemüse ins Haus. Peppa und Schorsch belegen die Pizzas mit Gemüse. Ich weiß was. So werden die Pizzas noch spezieller. Geben wir Mama und Papa Wutz Lieblingsessen drauf. Gute Idee, Peppa. Was ist denn ihr Lieblingsessen? Spaghetti und Schokoladenkuchen. Die Pizzas sollten so aussehen wie Mama und Papa. Peppa und Schorsch machen aus den Pizzabelägen Gesichter. Jetzt sind sie wirklich speziell. Oh, Schorsch! Hier sind eure wirklich speziellen Valentinstagspizzas. Oh, Schokoladenkuchen? Mein Lieblingsessen! Dinosaurier! Ein Spaghetti-Dinosaurier! Danke, Peppa und Schorsch! Die sind zu schön, um sie zu essen. Mama und Papa Wutz finden ihre Valentinstagspizzas wirklich sehr außergewöhnlich. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt! Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker.
Dinosaurier. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Woods Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Steckt wieder fest. Böse Ananas. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh, oh nein, mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben.